Hallo Leute, die so hier willkommen. Ihr seht schon, Elden Ring heißt das Spiel. Wird gerade ziemlich hoch gelobt und da ich mit New World gerade ein bisschen krisele und das gerade an manchen Stellen ein bisschen frustrierend finde, will ich mir das Spiel anschauen. Gibt's nicht kostenlos, kostet einiges. Ich habe aus dieser Souls-Reihe auch noch nichts gespielt. Es soll ja deutlich anders sein als manche andere Spiele, aber richtig gut, Open World, und wir werden einfach mal reinschauen. Mal gucken, wie es da losgeht. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich habe extra meinen Controller wieder rausgekramt und angeschlossen, weil das wohl mit Controller viel besser zu steuern ist. Ja. So, jetzt müssen wir hier erstmal zustimmen. Zustimmen. Datenanalyse, nee, Datenanalyse wollen wir nicht. Anmeldung am Spielserver, ich hoffe, dass es nicht irgendwelche Wartezeiten gibt. Okay. Ah, da, okay. Gut. So. Jetzt gucken wir einmal hier kurz rein, genau. Steuerung, ach so, warte, halt, jetzt, ich wollte es gar nicht ausschalten. Die Musik wollte ich etwas leiser machen. So. Ich muss mich echt erst wieder an die Steuerung, die Steuerung gewöhnen. Steuerung, Bildschirmmodus, das passt soweit. Qualitätseinstellungen. Wir lassen die erstmal auch hoch und gucken mal, wie es sich spielt. Ja. So, zurück. Gut, neues Spiel. Los geht's. Helligkeit anpassen, bis das Bild rechts kaum zu sehen ist. Also ich sehe es auch so immer noch ein bisschen. Ja. Kamera, ach so. Lassen wir einfach mal so und gucken mal. Vielleicht werde ich irgendwann später mal eine Sache machen für über die Spieleinstellungen, mich nochmal ein bisschen mit beschäftigen. So, es gibt mehrere Charaktere. Wobei, Charaktere ist falsch. Ich habe ein bisschen mich vorher informiert. Es geht eigentlich darum, sozusagen, was ist der Start? Bekenner, Samurai, Prophet. Warte mal, gibt es irgendwo Statusanzeige, genau. Und im Endeffekt, ja, worum geht es? Es geht darum, was haben die an Startwerten? Ja, die sind unterschiedlich. Und was haben die an Anfangsausrüstung? Zum Beispiel ein Bandit hat relativ hat Fernkampf, der hat eher Schild und Axt und aber auch ein bisschen Magie. Der Astrologe ist halt, das ist ein Zauberprophet. Gefangener, Kondition, Arkanenergie. Der Bettler ist sehr, sehr ausgewogen. Also der beginnt auch auf Stufe 1 und die anderen beginnen alle auf einer etwas höheren Stufe. Ist aber, wie ihr seht, alle mit 10. Der ist komplett ausgewogen. Kann man komplett frei spielen. Ich würde gern... Der hat halt Fernkampf und Nahkampf. Würde gern irgendwas spielen. Ich glaube sowas hier. Ein Bandit. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit einem Banditen Geschick, also Fernkampf. Wir probieren es einfach mal aus. A ist männlich, B ist weiblich, Typ A, genau, so, Name, kann ich das mit der Tastatur machen? Ja, das geht, das ist gut, so, Typ A,
schlank. Okay. Alter. Erwachsener. Ursprung. Bandit. Ein gefährlicher Bandit, der Schwachpunkte angreift. Ausgezeichneter Bogenschütze. Ja, hier kann man das nochmal machen. Okay, also der Vagabund ist der Ritter. Das ist eher einer der, also der hält viel aus wohl. Der kann mehr austeilen. Held. Bandit. Katana und Langbogen. Wir lassen den Banditen. So. Andenken. Aha, da gibt es verschiedene Sachen. Okay, keine. Naja, wohl kann er doch mitnehmen, oder? Schlüssel mit, so. Achso, ne. Ja, nee, ich will ja gar keine. Hä? Achso, Typ B ist eine Frau. Ist jetzt hier nicht erkennbar, aber hier, das Gesicht passt nicht zum Körper irgendwie. Da ist irgendwas komisch. Okay, Typ A. Krieger. Wölfländer. So. Stimme. Kann man sich die irgendwie anhören? X ist ausprobiert. Das. Hautfarbe. Ticken. So. Boah, hier kann man ja richtig viel machen. Das ist krass. Da kann man ja Stunden mit zubringen. Oh Mann, oh. Okay. Nein. So, Haarfarbe, ändert sich da was? So, hier unten ändert sich irgendwie sehr wenig, so, keine Ahnung. Das ist ja echt krass. Gesichtsbehaarung, Bart. Boah. Mach mal so. Bartfarbe wie Haarglanz. Stoppeln. Okay, ist echt krass. Puh, Leute. Kosmetik. Nein. Tattoos. Tattoo. Ich glaube, da will ich keins. Augenklappe. Ja, das ist doch sinnvoll, oder? Dann sieht man halt nichts mehr. Oh Mann, oh. Hautdetails. Porn. Porn und Hautglanz. Ey, unglaublich. Warte. Augen wollte ich nochmal reingucken. So, rechte Irisgröße, rechte Irisfarbe.
Also, blau. Linke Irisgröße. Jetzt könnte ich ihn auch zweifarbig machen, Alter. Ich glaube, das Blau müssen wir noch ein bisschen. So machen wir das. Ist das krass, Leute. Kann ich ja wirklich, da kann man ja alles anpassen. So, zurück. Körper ändern. Ganz ehrlich. Also ich könnte hier wahrscheinlich noch eine halbe Stunde rumspielen, ja. Ich speichere das mal als Favorit. So, zurück. Beenden. Ja, fortfahren. Okay, geht's los. Ja, ich glaube, du kannst hier wahrscheinlich noch eine halbe Stunde an der Charaktererstellung arbeiten. Okay, wer es will, kann es machen. Aber, boah, Leute, da bin ich ja völlig überfordert. Bevor das Spiel überhaupt losging, natürlich. So. The Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Orolu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othnir, the all-knowing. Again, bless a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between, to
to stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Uiuiui. Uiuiui. Das Intro. Das Intro. Da geht's los. Ich glaube, das sind andere Spieler. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall geht's hier los. Wir fangen an und boah, was ein Anfang, ja. Was ein Intro. Das Spiel ist relativ düster, bewusst so. Von daher schauen wir mal um. Es gibt Nachrichten auf dem Boden, die werden, glaube ich, von anderen Spielern hinterlassen. Und auf jeden Fall können wir uns sonst umschauen. Erstmal eine grundlegende Steuerung. So. Wer der Elden Ring? Hier haben wir irgendwas. Überreste plündern. Runstlicher Finger des Befleckten. Okay. So, ich habe keine Ahnung, wie ich aufs Inventar zugreife. So. Y öffnen. Blutfleck berühren. Kapelle der Erwartung. Okay. Gucken wir mal hier. Gibt's hier was? Was zu finden. Nachricht lesen. Will ich da runterspringen? Ich glaube, ich will da nicht runterspringen. Weil es relativ ist, es soll am Anfang ein Tutorial geben, was man aber gar nicht so leicht findet. Öffnen. Öffnen, die Tür ist blockiert. Okay, schade eigentlich. Ja, Kamerasteuerung. Ich habe nur kein R. Aha. Okay, das Pfeil und Bogen. So kann ich zwischen den Waffen umschalten. Ach nee, kann ich die wegstecken. Oben und unten habe ich noch nichts. Nachricht lesen. Tränen. Gut, umschauen, wunderschön. Ja, das stimmt. Also es sieht tatsächlich cool aus. Das muss ich sagen. Boah, dieser Baum. Hammer. Hammer! Okay, gucken wir mal. Gibt's hier irgendwo was? Das Rumpf, okay. Ich weiß nicht, ob das von Spielern ist oder vom... Erstens springen. Naja, da werden wir nicht runterspringen. Ob es hier irgendwas gibt... Kommt man, wie springt man denn? Aha. Okay, ich wollte nicht runterspringen. Erste Mal gestorben. Jump. Ich bin zu weit gesprungen. Na gut. So, Kapelle der Erwartung. Oh,
Gut, ich werde das jetzt nicht nochmal versuchen. Hier irgendwas schon, was man finden kann, ja. Naja. Ganz ehrlich, manche Sachen kannst du vielleicht auch sein lassen. Weiter kann man das negativ bewerten. Da weiß ich nur nicht. Meine Tasten sehen anders aus, da weiß ich nicht, was das ist, aber ja. Okay, also das hier ist wahrscheinlich eher, sind Spieler, die hier irgendwelche dämlichen Kommentare hinterlassen haben, weil das gibt's leider auch. So. Ansonsten gibt's hier aber nicht wirklich was. Bis jetzt. Okay, jetzt hab ich... Huch! Bin ich gestorben gerade? Was war das? What happened? Mein Bildschirm ist schwarz. Ich wurde angegriffen und ich weiß nicht, was passiert ist. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Okay. It does violate the Golden Order. Wer ist das? Warum? Warum liege ich hier? Und wo bin ich hier? Vor allem. Flasche mit Purpurtränen, Flasche mit Himmelstränen. Okay. Purpurtränen sind, glaube ich, Heiltränke. So. Und, ist das dunkel hier. Ich glaube nämlich, da ist da geht es dann richtig in die Welt, wenn ich es richtig gelesen habe. Und so lustig sich das anhört, aber reden.
Das gleiche nochmal. Ja. Hier unten, wenn man jetzt hier runterspringt, tatsächlich beginnt nämlich, gibt es so eine Art Tutorial in dem Spiel. Das machen wir, das will ich auf jeden Fall machen, damit ich hier mit der Steuerung ein bisschen vertraut werde. Das mache ich aber in der nächsten Folge. Also das war die erste Folge, sozusagen der Start. Und jetzt kommt das Tutorial. Und das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr weiter zuschaut. Und dann bis zum nächsten Mal.